Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, das sich einen derart verbindlichen Fahrplan in Richtung Treibhausgasneutralität gegeben hat. Das Gesetz schreibt fest, wie viel CO2 jedes Jahr ausgestoßen werden darf. Das sind Ihre eigenen Worte, Frau Ministerin Schulze. Dabei geben Sie doch selbst zu, dass Sie keine Ahnung haben, wie sich Ihr Klimapaket in der Realität auswirkt. Dass Sie nicht wissen, wie viel CO2 dadurch eingespart wird, geschweige denn, was die Einsparung einer Tonne CO2 die Menschen kosten wird. Sie wollen hier also ein Gesetz beschließen, ohne zu wissen, welchen Nutzen es hat und ohne eine Vorstellung zu haben, welchen Preis wir dafür bezahlen müssen. Aber was soll man von einem Ministerium, das laut Bundesrechnungshof schon für seine Kernaufgaben Berater für Hunderte von Millionen braucht, auch anderes erwarten? Nicht nur, dass Ihr Klimapaket völlig überstürzt und handwerklich schlecht gemacht ist, nein, zu allem Überfluss ist es nach Auffassung der Experten auch noch verfassungswidrig. Aber damit nicht genug. Selbst der Bundesrechnungshof urteilt über Ihr Klimapaket so wörtlich: Benachteiligung der Geringverdiener, Belastung für Rentner, ungerecht und unsozial. Durch Ihr Abzockpaket steigen die Heizkosten um über 20%. Der Mieterbund rechnet mit einer Kostensteigerung von 2 Euro pro Quadratmeter. Das bedeutet bei einer 80 Quadratmeter Wohnung eine Mieterhöhung von 160 Euro pro Monat. Und außerdem sorgen Sie mit diesem Wahnsinn dafür, dass das Autofahren wieder zu einem Privileg der Reichen wird. Und dann versprechen Sie noch vollmundig, dass Sie den Bürgern das Geld, das Sie ihnen vorher abgeknöpft haben, wieder geben wollen, indem Sie die EEG-Umlage um einen ganzen Viertelcent pro Kilowattstunde senken. Großzügig geben Sie also einer vierköpfigen Familie den stolzen Betrag von 8,75 Euro im Jahr zurück. Und dank Ihrer ganzen Klimahysterie gibt die deutsche Automobilindustrie gerade den Löffel ab, verbunden mit der Vernichtung von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen. Schon jetzt steht eine ganze Großstadt auf Ihrer Kündigungsliste. Ihre verantwortungslose Politik gefährdet die Existenz vieler tausender Familien, weil sie im nationalen Alleingang, also mit gerade mal 1% der Weltbevölkerung, angeblich die Welt retten wollen. Wenn ich mir das Eigenlob in dieser Debatte von den Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD anschaue, dann zeigt mir das, sie haben beim Thema Klimaschutz zu wesentlichen Teilen der Gesellschaft und zur Realität den Kontakt verloren. Viele der Maßnahmen, die Sie hier beschließen, die Sie in Ihren Ministerien erarbeiten, sind im besten Falle ungenügend, im schlechtesten Falle sogar kontraproduktiv. Bei dem hier angekündigten Klimajahr kann man nur als Fazit ziehen: Sie sind an der Menschheitsaufgabe Klimaschutz gescheitert. Mit den Maßnahmen werden Sie Ihre selbstgesetzten Klimaziele nicht erreichen, geschweige denn das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ostmann aus der SPD? Ja, warum nicht? Rosemann, Herr Präsident, aber vielen Dank und herzlichen Dank, Kollege Hofreiter, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich würde Sie gerne fragen, wie passt das, was Sie hier erzählen, eigentlich zur grünen Regierungsrealität dort, wo Sie die Verantwortung tragen? Ganz konkret, Herr Hofreiter, ich bin aus Baden-Württemberg. Da stellt Ihre Partei seit 8 Jahren den Ministerpräsidenten, seit 8 Jahren den Umweltminister. Und ich kann Ihnen sagen, was das Erreichen der Klimaziele angeht, ist Baden-Württemberg deutlich schlechter als der Bund. Erklären Sie mir das doch mal. Und
Und Herr Hofreiter, um es noch konkreter zu machen, beim Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg passiert gar nichts. Da wird kaum ein neues Windrad gebaut. Und bevor Sie dann wieder auf den Bund zeigen, kann ich Ihnen sagen, ich könnte Ihnen x Beispiele dafür nennen, dass der Bau von Windkrafträdern ganz konkret am baden-württembergischen Planungsrecht scheitert. Und die grün geführte Landesregierung macht gar nichts. Also, Herr Hofreiter, erklären Sie mir doch mal, wie Sie hier die Backen aufblasen können angesichts dieser Realität grüner, realer Klimapolitik in diesem Land. Als allererstes stelle ich mal fest, da ich selber relativ starken Dialekt spreche, finde ich es seltsam, wenn Sie aus Baden-Württemberg kommen, dass Sie in der Aussprache des Umweltministers und des Ministerpräsidenten Dialekt lächerlich machen. Das finde ich ehrlich gesagt peinlich. Wir nehmen ernst, was viele Menschen von uns erwarten. Wir nehmen ernst, was die Wissenschaft sagt. Wir handeln und setzen die Dinge konkret um. Und wir heben die Klimapolitik auf eine neue Ebene und setzen mit dem Klimaschutzgesetz das um, der Matthias Mirsch hat es gesagt, wofür Klimapolitiker, wofür Umweltverbände, wofür Klimabewegte seit vielen Jahren gekämpft haben. Klimaziele bleiben nicht Programme der Regierung, sie werden gesetzlich verbindlich, sie werden konkret kontrolliert, sie werden verbindlich eingehalten. Wo es ein Problem gibt, wird nachgesteuert. Und dieses Parlament wird Wert darauf legen, wird Transparenz herstellen und wird dafür sorgen, dass am Ende das, was jetzt passiert ist, dass eine Lücke entstanden ist, nicht mehr passieren wird. Klimaziele werden in Zukunft verbindlich eingehalten. Und dann ist über die Automobilindustrie gesprochen worden von Seiten der AfD. Und ich will sagen, das macht mich betroffen, wenn hier der Satz gesagt wird im Deutschen Bundestag, die Automobilindustrie gibt den Löffel ab. Die Automobilindustrie ist in einer schwierigen Situation. Die Automobilindustrie muss sich der Wettbewerbsfähigkeit stellen. Unsere Automobilindustrie muss den Wettbewerb um neue Technologien gewinnen. Aber wenn Marc Bernhard sagt, die Automobilindustrie gibt den Löffel ab, dann redet er eine Kernindustrie unseres Landes schlecht. Und das tut er in der billigen Absicht, die billige Polemik darauf aufzusetzen. Ich schäme mich für diese Bewertungen. Und der zweite Redner der AfD sagte gerade eben, wir bekennen uns zur Automobilindustrie und dem Verbrennungsmotor. Wir sagen Technologieoffenheit. Und deshalb hat Effizienz beim Verbrennungsmotor genauso seine Berechtigung wie Elektromobilität, wie Wasserstoff, wie synthetische Kraftstoffe. Das ist unser Weg. Aber nehmen Sie doch bitte zur Kenntnis, dass die deutsche Automobilindustrie ist, zitiere ich, ich mache den Satz fertig, dann würde ich die Zwischenfrage akzeptieren, dass der Vertreter des baden-württembergischen Unternehmens, Ola Kalenius, der sagt, Sie haben den Hebel umgelegt und haben für sich ohne irgendeine Einflussnahme, ohne irgendeine Rücksicht auf politische Entscheidungen entschieden, ja, wir wollen mit voller Energie in Elektromobilität gehen, weil wir hier einen Antrieb, einen Weg in die Zukunft der Automobilindustrie sehen und weil es eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit ist, weil die Frage der Zukunftsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie sich daran entscheiden wird, ob sie innovativ ist, ob sie bei dem Wettbewerb um die Technologien der Zukunft vorne dran ist. Dann wird unsere Industrie punkten, dann wird es Arbeitsplätze geben, dann werden wir beim Klimaschutz vorankommen und dann werden wir unsere Produkte weltweit exportieren. Und deshalb ist es der Weg, den wir unterstützen. Herr Kollege Jung, ich habe noch nicht verstanden. Lassen Sie eine Zwischenfrage, ja. Kollegen Bischrom. So, dann hat er jetzt. Der Kollege Bischrom war der Erste, der sich gemeldet hat. Ja, also ich meine, das entscheide ich, würde ich schon gerne selber entscheiden. Er hat sich als Erster gemeldet. Bitte, Herr Kollege Bischrom. Lieber Kollege Jung, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben jetzt gerade ausgeführt, wir wären gegen die deutsche Automobilindustrie. Und ich muss Ihnen eins sagen, die deutsche Automobilindustrie ist wettbewerbsfähig und vor allem sie hatte einen technologischen Vorsprung. Ich habe über 10 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Ich war bei allen A-Messen in der Welt dabei, Detroit, Tokio, Frankfurt und so weiter. Und es war ganz klar, dass wir vor allem mit der Dieseltechnologie einen technologischen Vorsprung von allen anderen Mitbewerbern hatten. Und jetzt kommt eine künstlich in den Markt gedrängte, staatlich subventionierte Technologie, die unterlegen ist, nämlich das Elektroauto.
Der Elektroantrieb, den gibt es seit über 100 Jahren. Der hat sich am Markt nicht durchgesetzt, weil er nicht wettbewerbsfähig war. Und Sie unterstützen das auch noch. In welchen Ländern wird das subventioniert? Vor allem in China und in den USA. Und Sie unterstützen das. Und damit machen Sie die deutsche Automobilindustrie kaputt. Damit machen Sie unseren Wettbewerbsvorteil kaputt. Also mit Verlaub, ich bin weit davon entfernt, alles, was die Automobilindustrie uns vorschlägt, eins zu eins übernehmen zu wollen. Das müssen wir immer kritisch beobachten. Die Politik setzt den Rahmen. Aber das, was Sie nun gerade beschrieben haben, steht in einem diametralen Widerspruch zu dem, was die deutsche Automobilindustrie selber für richtig hält. Natürlich sagen die, wir wollen weiter auch investieren in Effizienz in der Dieseltechnologie. Aber die sagen, es ist doch öffentlich bekannt, Sie können es nachlesen, die sagen, wir sehen eine ganz entscheidende Zukunft im Bereich der Elektromobilität. Wir wollen sie auch in Deutschland auf den Markt bringen. Aber um sie auf den Markt zu bringen, müssen wir bestimmte Rahmenbedingungen schaffen. Und das tun wir mit diesem Klimapaket. Und wir müssen doch den Menschen, denen wir sagen, wir erwarten Veränderungen und wir wollen dabei individuelle Mobilität erhalten. Und es gibt noch eine Reihe von weiteren Wünschen nach Zwischenfragen aus der AfD-Fraktion. Ich frage Sie, ob Sie noch eine weitere Zwischenfrage zulassen, vom Kollegen Holnagen. Eine Frage noch zulassen. Noch eine noch, bitte, Herr Kollege Holnagen. Weitere Zwischenfragen lasse ich da nicht zu, weil sonst kommen wir völlig aus dem Zeitplan. Herr Kollege Holnagen. Herr Präsident, vielen Dank für das Wort. Herr Kollege Jung, ich habe eine ganz einfache Frage. Wie viel kostet uns das Klimapaket auf der einen Seite und wie viel bringt es an Effekt an nicht erhöhte Temperatur im Weltmaßstab? Wie groß ist der Effekt? Wir werden mit diesem Klimapaket unserer Verantwortung, die wir für Klimaschutz haben, gerecht. Wir haben, weil Sie fragen, was ist denn die Auswirkung, die deutsche Maßnahmen auf das Weltklima haben, dann will ich einfach feststellen, dass wir doppelt so viel CO2 ausstoßen wie weltweit die Menschen im Schnitt. Und wir werden es so umsetzen, um Ihre Frage konkret zu beantworten, dass es sozialverträglich umgesetzt wird. Unsere Antwort ist konsequenter Klimaschutz auf der einen Seite, sozialverträglich und wirtschaftlich vernünftig. So werden wir es tun und deshalb werden wir die Menschen mitnehmen. Herzlichen Dank.